Sehr geehrten Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie auch nach dieser Kaffeepause zurück in den Saal gefunden haben, zum für heute letzten Akt unserer grünen Erzählung. Grüßen auch alle draußen vor den Bildschirmen, die nicht hier sein können und trotzdem mitgucken und mithören. Wir kommen jetzt nochmal zu so einem kleinen Höhepunkt der Veranstaltung, deshalb, weil wir glauben, dass wir mit der Frage, die wir uns jetzt vornehmen, wirklich im Zentrum dessen bewegen, was es in Sachen offene Gesellschaft, liberale Demokratie zu diskutieren gibt. Und zwar die Frage nach der Identität. Ich setze das jetzt mal vorläufig in Anführungszeichen, nach dem Selbst und dem Selbstverständnis und der Gemeinschaftlichkeit. Das hat ja sehr viel mit lebensweltlich damit zu tun, wie wir uns eigentlich begreifen. Wir haben es, das sollte man nochmal erwähnen, ja gerade mit einer, die nennt sich so, identitären Bewegung zu tun. Eine Bewegung, die teils auf ethnische, teils auf völkische, jedenfalls auf eine sehr homogenitätsbezogene Art und Weise Identität begreift und da ihr sozusagen von dieser identitären Figur aus ihre rechtsextremen und rechtspopulistische Propaganda betreibt. Und gleichzeitig haben wir von daher auch über den identitären Rechtspopulismus hinaus eine identitätspolitische Frage der Gestalt, dass ja jetzt immer wieder gesagt wird, Politik dürfe sich, das ist ein anderer Strang, nicht so sehr an einzelne partikulare Identitätsgruppen richten, sondern müsse sich irgendwie an alle richten, ganz unabhängig von der soziokulturellen Identität. Und in dem Zusammenhang fiel uns auf, dass wir nicht alle, aber einige Fragen ja irgendwie schon mal diskutiert haben unter dem Rubrum, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, Kommunitarismus-Liberalismus-Debatte, nämlich wie ist es eigentlich mit dem Individuum und der Identität, wichtiger Begriff, Otto Karl Scheuer kennt sich da gut aus, von Charles Taylor etwa, und mit der Gemeinschaftlichkeit in der liberalen Gesellschaft. Ja, diese ganzen Fragen Individualisierung, Pluralisierung, Globalisierung, Universalismus, Atomisierung, Verrechtlichung, Ökonomisierung, das haben wir damals alles schon mal diskutiert und jetzt ist das hier kein akademisches Seminar, so ist es auch nicht gedacht. Wir wollen nur daran erinnern, dass wie immer im Leben ja alle Fragen immer mal wieder auf den Tisch kommen. Mehr so, nur so ist es gedacht. So, und jetzt haben wir das Glück, dass wir hier auch zu dieser Frage eine ganz tolle Runde hier vorne versammeln, die ich Ihnen und euch kurz vorstellen will. Ich gehe jetzt vielleicht folgendermaßen vor, dass ich erstmal Katrin Göring-Eckardt herzlich begrüße, die ich hier keinem mehr vorstellen muss und keiner vorstellen muss. Fraktionsvorsitzende, ich fasse mich kurz, von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Und eine der beiden Spitzenkandidatinnen jetzt im anlaufenden Bundestagswahlkampf. Herzlich willkommen, Katrin. Dann haben wir zu meiner Linken, ich bleibe mal auf der Seite, das ist übrigens zufällig, dass das links ist, das hat folgt keiner weiteren Intention. Rainer Forst, der nicht nur einer der herausragenden politischen Philosophen in der Bundesrepublik und darüber hinaus ist, Professor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Sprecher eines der wenigen geistwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Exzellenzcluster, die es in Deutschland gibt. Herausbildung normativer Ordnung heißt der, falls Sie das noch nicht gehört haben, sondern was ich mir gar nicht vorstellen kann. Und ein ganz, ganz relevantes und wichtiges Projekt. Und zu Rainer Forst fällt mir noch ein, dass der, das ist schon ein bisschen länger her, nämlich zu Hochzeiten der Kommunitarismusdebatte ein Buch geschrieben hat, Kontexte der Gerechtigkeit jenseits
von Liberalismus und Kommunitarismus. Herzlich willkommen, Rainer. Dann haben wir zu meiner Rechten Cornelia Koppitsch, Professorin für Geschlechterverhältnisse, Bildung und Lebensführung an der Technischen Universität Darmstadt, wo für uns schon relativ früh klar war, dass wir sie sehr gerne dabei haben wollen. Und zwar nicht nur, weil sie sich an der Schnittstelle, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, von Ökonomie und Lebensformen und Lebensverhältnissen beschäftigt, nicht nur, weil sie sehr stark sich mit Fragen von Gender, Geschlechtergerechtigkeit und auch Familie befasst, was eine ganz elementare Form von Gemeinschaft ist, über die wir gleich sprechen werden, sondern weil sie auch mit einem sehr viel rezipierten Buch auf sich aufmerksam gemacht hat im Campus Verlag, Verlag, dem auch ich sehr verbunden bin, die Rückkehr der Konformität oder des Konformismus der Konformität, ne? Genau, wo es eben genau um die These geht, dass nach einer Phase, ich sage es jetzt in meinen Worten, der Pluralisierung wir eigentlich ein Stück weit aus bestimmten Gründen wieder in einem neuen Konformismus gelandet sind, Fragezeichen. Reden wir gleich drüber. Herzlich willkommen, Cornelia Koppitsch. Und last but not least darf natürlich in dieser Runde auf keinen Fall Otto Kalscheuer fehlen, der nicht nur wie andere hier auch der Heinrich-Böll-Stiftung über Grüne Akademie und anderes sehr verbunden ist, sondern der wirklich zumindest in meiner Wahrnehmung damals und bis heute einer der maßgeblichen Protagonisten, ich sag's jetzt mal simpel, des kommunitaristischen Camps in der Kommunitarismus-Liberalismus-Auseinandersetzung damals war. Er hatte damals natürlich gesellschaftspolitische Argumente und Ideenführungen verschiedener Art, politisch-philosophische Überlegungen. Er hat aber auch in seinem bisherigen Leben sehr viel zu Religion und Religionspolitik gearbeitet, was ja auch nicht ganz uninteressant ist mit Blick auf liberale Gemeinschaftsbildung. Und was ich erst vor unlängst gemerkt habe, ist, dass diese ganzen weißen Rotbuchbücher, wo die ganzen Leute, Walzer, McIntyre, wer noch, also die ganzen Heroen dieser Kommunitarismus, der hat alle Otto Kalscheuer auf Deutsch herausgesehen, teilweise auch übersetzt und so einem jungen Studenten wie mir damals überhaupt erst zugänglich gemacht. Dafür vielen herzlichen Dank nochmal und herzlich willkommen. So, wir haben uns das jetzt so überlegt, dass Katrin Göring-Eckardt, um uns in Schwung zu bringen und auch vielleicht ein bisschen was über die grüne Erzählung zu erfahren, einen kleinen Impuls für uns macht und dann steigen wir fröhlich ein. Katrin bringt sich schon in Stellung. Dann steigen wir zügig in die Diskussion ein. Vielen Dank. Genau, in Stellung gebracht, 20 Jahre Kommunitarismusdebatte, 60 Jahre römische Verträge, was gibt es mehr zu feiern? Wer bin ich? Selbst und Gemeinschaft in der pluralen Gesellschaft, verdammt große Frage, hochkomplex, philosophisch, Jahrtausende alt, würden wir wahrscheinlich alle sagen. Und eigentlich vor allen Dingen eine Frage für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, warum immer es mir jetzt zufällt, hier eingangs was zu sagen. Deswegen kann ich nur die Frage versuchen zu beantworten, hat das eigentlich politische Relevanz? Ist es eigentlich auch eine politische Debatte? Wer bin ich? Wie antworten Menschen auf diese Frage in der modernen, in der offenen, in der extrem komplexen Gesellschaft? Sie antworten in der Regel sehr konkret. Sie antworten wahrscheinlich situativ. Sie antworten in Beziehung auf bestimmte Gruppen, auf Tätigkeiten, auf Eigenschaften oder auf ihre soziale Situation. Vielleicht ist es aber ja auch sogar so, dass Erwachsene die Frage, wer bin ich, eher beim Therapeuten stellen oder höchstens auf die Frage hin, wer bist du eigentlich? Eines scheint mir aber sicher, die Kreise und Bezüge, in denen man sich selbst versteht, sind heute flüssiger geworden, sie sind vielfältiger geworden und sie sind instabiler geworden als in früheren, sagen wir, traditionellen Gesellschaften. Es gibt weniger Haltepunkte auf der einen Seite und es gibt weniger Grenzen auf der anderen Seite. Wir, wahrscheinlich wir alle hier, finden das gut,
weil es Freiheit bedeutet, nämlich auch, dass man sich Identität suchen kann, vielleicht sogar im wahrsten Sinn des Wortes aussuchen, dass ich nicht zurückgeworfen und angewiesen bin auf die Enge der eigenen Herkunft oder vielleicht auch auf die Weite der eigenen Herkunft. Zugleich ist es natürlich eine Katastrophe im Leben von Menschen, die Heimatzugehörigkeit, Bezüge verlassen müssen. Und wenn es noch so schrecklich gewesen ist, Krieg, Hunger, Klimaschäden, es ist eben doch das eigene gewesen. Und wen wundert es eigentlich, dass Entwurzelte versuchen, ihre Identität kulturell, religiös, ihre Zugehörigkeit mitzunehmen in das Neue? Identität muss man sich immer stärker selbst suchen, aufbauen. Deswegen kann sie auch schwanken. Jeder und jeder hat zwar Rechte, aber alles andere, Respekt, Liebe, Zuneigung, Zugehörigkeit, müssen wir uns im Grunde erarbeiten. Sagen wir also, wir haben sowas wie eine geschichtete Identität oder für Leute, die Kinder haben, vielleicht auch sowas wie ein kaleidoskopisches Ich, das so verschwimmt, wo man verschiedene Dinge sieht und wo man gegebenenfalls unterschiedlichste Farben betrachten kann. Wir haben vielseitige Loyalitäten. Das ist nicht gemütlich, aber der Himmel ist offen und Herr Keuner hätte seine Freude daran, wenn ihn jemand fragte, oder wenn ihm jemand sagte, sie haben sich gar nicht verändert. Wie finden wir das? Eine Antwort ist sicher die, die in meiner Partei und wahrscheinlich auch in diesem Raum vorherrscht. Die neuen Freiheiten, die sich aus pluralen Gesellschaften ergeben, sind zu begrüßen. Das meine ich jetzt nicht apodiktisch, sondern ich meine erstmal, wir begrüßen sie und zwar aus vollem Herzen, denn die Menschen sind heute weniger festgelegt, weniger festgefahren, weniger eingezwängt. Wir können sie sogar gewinnen, wir können sie sogar überzeugen, wir können sie leidenschaftlich auf unsere Seite ziehen. Zwar gibt es Aufstiegshindernisse und wir wissen, dass auch bei uns noch nicht jede und jeder einfach alles werden kann, was er oder sie will, aber im Vergleich zu früheren Gesellschaften oder anderen unserer Zeit sind die Freiheitsgrade doch relativ hoch. Aber man kann es auch weniger freundlich bewerten, wie die Lage der Zeit ist. Quer durch Europa erleben wir die Rückkehr des Nationalen, des ethnisch-kulturellen, des kollektiv sogenannten Identitären. Peter Siller hat darauf hingewiesen. Das kommt auf die Hauptbühne der Politik. Ich würde sagen, das war wahrscheinlich immer da, aber es kommt jetzt auf die Hauptbühne der Politik. Immer mehr Menschen scheinen wieder davon überzeugt, dass ihre primäre Identität, ihr tiefstes eigenes Wesen, sich in nationalen oder ethnisch-kollektiven finden könnte. Und nur zu sagen, das sind die Abgehängten, verdunkelt die Analyse und ich finde vor allen Dingen vermindert es den Kampfgeist. Und den sollten wir uns nicht nehmen lassen. Wir erleben also so eine Art neuen Kulturkampf, der wird jetzt sichtbar. Es geht um die Frage, ob die kulturell, ethnisch homogene, abgeschottete Identität gewinnen kann, darf, soll, oder ob wir dagegen setzen können, die plurale, die freie, die offene Gesellschaft. Jetzt kommt dieses Abgeschottete natürlich auf der anderen Seite auch so daher wie eine Wärmestube nationaler kultureller Geborgenheit. Sie erzählt von angeblichen Wurzeln, von Volkscharakter, von eigenen und von Fremden und man kann sich darin relativ leicht zurechtfinden. Problematisch wird es nur dann, wenn man aus irgendeinem Grund plötzlich und unerwartet anders ist oder anders sein will. Weltanschaulicher Kern und politischer Zielpunkt der neuen Rechten ist die Wiederherstellung einer in Teilen, ja weiß Gott, nur vorgestellten, imaginierten Gesellschaft ohne große kulturelle Unterschiede, ohne abweichende und vielfältige Lebensstile, mit einer dominierenden Religion, mit einer klaren Hierarchie, mit alten und patriarchalen Geschlechterrollen. Und wenn genau in dem Augenblick, wo es schwierig wird, ist Ausbrechen nicht vorgesehen. Möglicherweise ist ja auch die Problematik, die Frauke Petry gerade in ihrer eigenen Partei erreicht, damit verbunden, dass sie plötzlich in einer Patchwork-Familie mit bald 9 Kindern lebt. Ich hatte ja ein Streitgespräch mit ihr und das einzige Mal, wo ich sie wirklich aus der Fassung gebracht habe, war, als ich sie ihr zur Hochzeit gratuliert habe und gesagt habe, es ist doch toll, sie leben in einer Patchwork-Familie, ist auch nicht so einfach, schwierig, aber stellen Sie sich mal vor, wie das in den 50er Jahren in Westdeutschland damals gewesen wäre in so einer Situation. Wir haben
individuelle Freiheit, wir haben vielfältige kulturelle Einflüsse, wir haben vielfältige Prägung und wir haben vor allen Dingen auch internationale Bezüge und kulturelle Horizonte, die weit über dieses Enge, über dieses Kleine, über dieses Selbstbezügliche hinausgehen. Man könnte auch sagen, in unserer Welt heute, in der Mehrheitswelt, wird die Tür dieser Wärmestube aufgemacht. Und dann kommt frische Luft rein und Wind, aber es wird eben auch unübersichtlicher. Ich bin eben, und das ist, glaube ich, das, was die neuen Rechten eigentlich wollen, ich bin nicht mehr einfach nur liberal, evangelisch, leidenschaftliche Leserin und Tänzerin und Deutsche und Thüringerin und umweltbewegt und Europäerin, sondern ich soll in erster Linie Deutsche sein. Wenn man fragt, was das eigentlich ist, wird es problematisch und auch ziemlich schwer sagbar. Sind wir also niemand? Nach unserer Auffassung sind wir radikal vereinzelte, isolierte, atomisierte? Das war schon immer der Vorwurf an die liberalen offenen Gesellschaften. Die Freiheit schleudere den Menschen in die radikale Vereinzelung. Manchmal kam der Vorwurf von links nach dem Motto, der Kapitalismus zerstöre die Bezüge in die Gesellschaft. Und manchmal kommt er eben wie jetzt von rechts nach dem Motto, die Identität der pluralen Gesellschaft zerstört den Zusammenhalt des Volkes. Aber das Gegenteil ist doch eigentlich der Fall. Es bilden sich ganz andere Formen der Solidarität jenseits von Nationen und wenn man es in dieser Sprache sagen will, des Blutes. Die offene Gesellschaft führt nicht zum Ende der sozialen und kulturellen Verbindungen zwischen Menschen. Sie verändert sie und sie vervielfältigt sie zugleich. Und das ist eigentlich das Spannende und das Interessante, weil damit sind sie wirkmächtiger, weil freiwillig. Aber sie sind eben möglicherweise auch immer nur auf Zeit angesagt und auf Zeit verbindlich. Es bieten sich unendlich viele Möglichkeiten der Solidarität zwischen Menschen und genau das wird ja auch gelebt. Wir brauchen uns nur an die vielen Menschen zu erinnern, die den Geflüchteten geholfen haben, das übrigens immer noch tun, obwohl inzwischen die öffentliche Debatte so vergiftet ist, wie sie das ist. Oder erinnern wir uns andererseits an Eribon, der in seinem Buch aufgeschrieben hat, wie er sich auf der einen Seite von seiner Heimat, von seiner Angebundenheit ganz kategorisch entfernen musste, ein anderes Leben führen musste, in Bezügen, die zu ihm passten und in Bezügen, die er ertragen konnte. Und dann brach auf einmal das sicher geglaubte Zuhause, das sicher geglaubte Milieu weg und aus ehemaligen, zuverlässig linken Wählern wurden in der eigenen, verschmähten Familie rechte Wiederholungswähler. Finde ich eine sehr spannende Frage. Das angestammte Milieu wird in Frage gestellt und die andere Frage ist halt, funktioniert eigentlich das neue Milieu? Ich finde, diesen Übergang kann man in diesem Buch ziemlich gut nachlesen und die Schwierigkeiten dabei. Nein, natürlich sind wir nicht radikal Vereinzelte in der offenen Gesellschaft. Wir leben ja im Gegenteil in unglaublich vielfältigen Formen zusammen, aber eben nicht nur in einer. Wir sind beweglich, wir sind aktiv, wir sind erfinderisch, im besten Fall sind wir empathisch. Bei uns kann man, so wie das Adorno gesagt hat, ohne Angst verschieden sein. Und im besten Fall sind wir dabei nicht alleingelassen. Das wäre dann die Aufgabe von Gesellschaft oder eben auch von Politik. Wir sind schon übrigens deswegen nicht isolierte Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, weil es den unglaublich starken Wunsch der Menschen gibt, Teil von etwas Größerem zu sein und von etwas möglichst Sinnvollen. Auch das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Es gibt die Communities von Plattensammlern oder eben von Flüchtlingshelferinnen. Es gibt die Kirchentage, es gibt die Fankultur beim Rockkonzert oder im Fußballstadion. Dieser Teil ist vorhin nicht besonders groß hier ausgeführt worden. Oder ganz und gar die Mitgliedschaft in einer politischen Partei. Das wird ja gerade wieder beliebter. Man kann schon fast sagen, bei uns Grünen sogar gegen den Trend beliebter, Mitglied in dieser Partei zu werden. Oder schauen wir uns Pulse of Europe an, wo man auch sieht, die Teil einer Bewegung zu sein von etwas Größerem, wo man noch nicht mehr ganz genau weiß, was es eigentlich ist. Man weiß nur eins, das ist was Positives und es ist was Hoffnung macht. Brauchen wir also ein neues Wir? Brauchen wir oberhalb des funkelnden Kristalls des Ichs in der offenen Gesellschaft und oberhalb der regionalen oder subkulturellen Gruppen eine Vorstellung von uns als Deutsche, als Europäer? Wollen wir das aussprechen? Wollen wir es uns gar ausmalen? Reicht es denn nicht zu sagen, Grundgesetz und dann sind wir hoffentlich alle Europäer? Wir könnten es versuchen.
Und es ist aller Ehren wert und genügend von uns werden wahrscheinlich sogar so ein bisschen religiös bekenntnishaft sagen, ich bin zuerst Europäerin. So gut das ist und erst recht klingt, es nimmt uns die Mühe ab zu fragen, wie wir eigentlich zusammenleben wollen. Recht, Grundgesetz, eine Prise Verfassungspatriotismus als Gefühl oder Freude schöner Götterfunken, das reicht für den Moment, das reicht für die jetzige Begeisterung. Aber dann, Armin Nassee, mit dem ich diese Woche, wieder einmal diskutiert habe, der hat ja vielleicht auch recht, wenn er sagt, in modernen liberalen Gesellschaften sollte es so wenig wir wie möglich geben. Und wir sollten den Anstand haben, den anderen nicht auf die Pelle zu rücken. Er verdächtigt auch Grüne und Linksliberale letztlich spiegelbildlich zu den Rechten, eine Art Hafen der Kollektivität ansteuern zu wollen. Jetzt würde ich sagen, wir rücken niemanden auf die Pelle, außer wir machen Haustürwahlkampf. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen im Bademantel in so kurzer Zeit gesehen, also so viele verschiedene Menschen wie in den letzten Wochen. Aber das macht nichts, es macht trotzdem sehr viel Spaß, also denen auch. Und ich glaube nicht, es geht darum, jemanden auf die Pelle zu rücken, sondern es geht darum, Differenz zu leben und gleichzeitig auszuhalten. Ich finde das sogar gut und wahrscheinlich haben wir hier im Raum viel zu wenig Differenz, jedenfalls für neugierige Menschen, wie wir es alle vermutlich sind oder wie ich es auch bin. Differenz geht eben nicht ohne andere. Für Einsame geht es erst recht nicht und es geht nicht für all diejenigen, die Unterstützung brauchen, um sich selbst ermächtigen zu können. Freiheit allein reicht nicht, außer wir verstünden sie als elitäre Veranstaltung derer mit den Gewissheiten, den Kompetenzen und den Ressourcen. Freiheit für alle, auch als Freiheit aufzusteigen, sich zu verwirklichen, Chancen zu haben, dafür muss Gesellschaft verantwortlich sein. Und selbst bei denen, die die besten Voraussetzungen haben, kann Gesellschaft sich nicht davonstehlen nach dem Motto, sie werden schon irgendwie zurechtkommen. Frau Kopitsch, wer die Waschmaschine bedient, Sie haben ein wunderbares Interview im Spiegel gegeben nach einer Studie, die Sie gemacht haben. Und ob das eine Machtfrage ist, da würde ich noch sagen, das muss die feministische Wissenschaft interessieren und mich interessiert es von daher auch. Politisch relevant aber wird es natürlich, wenn die gläserne Decke bleibt, wenn die Infrastruktur schlecht ist und wenn die Bezahlung nicht stimmt. Aber übrigens auch, wenn sich die Hetze im Netz ihre irrsinnigsten Ausbrüche leistet in Herabwürdigung, Beschimpfung und Drohungen, die sich manifestieren und auf das Geschlecht beziehen. Und wenn man sich den Unterschied anschaut zwischen Hetze im Netz bei Journalistinnen und bei Journalisten, dann ist es in jedem Fall schlimm. Aber dass es sich auf die Person und dass es sich auf das Geschlecht bezieht, das gibt es eben nur bei Frauen. Und das gilt im Übrigen auch für Politikerinnen. Ja, wir halten die Differenz aus, wir wollen sie sogar. Anders als die versammelten Leitkulturpropagandaristen. Und übrigens, wenn man sie fragt, was ist eigentlich die Leitkultur, dann hört es relativ schnell auf. Dann geht es erstmal ums Grundgesetz und dann geht es ein bisschen um Geschichte, aber natürlich immer nur einen bestimmten Teil der Geschichte. Und dann geht es um Weihnachtsmarkt und dann geht es immer um die erste Strophe von Weihnachtsliedern, weil die zweite und dritte können sie natürlich nicht. Aber vielleicht hat Nassee auch recht, wenn er uns verdächtigt, radikales Laissez-faire mit Gesetzestreue für zu wenig zu halten. Und ich finde diesen Verdacht auch gar nicht so problematisch, denn wir wollen uns als demokratische Gesellschaft durchaus als Ganzes zusammenhalten und wir wollen diese Gesellschaft in eine Zukunft mit der gelösten Existenzfrage Ökologie übergeben. Wir geben feministische Ansprüche nicht auf und wir wünschen uns noch viel größere Freiheitsgrade für die, die wir manchmal sozial Benachteiligte nennen. Die Frage nach einem neuen Wir stellt sich heute natürlich aber nicht nur in Bezug auf die Pluralisierung der Lebensentwürfe oder auf die Frage, in welcher Stadt oder in welchem Bundesland man denn geboren ist, sondern sie stellt sich natürlich erst recht angesichts der Tatsache, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass wir das bleiben werden, dass wir das waren und diese Frage nach dem neuen Wir eben nicht beantwortet haben. Möglicherweise kann man sie erst hinterher erzählen, aber das Neue, das wird mal zumindest etwas sehr Praktisches, etwas Operatives sein. Und es ist die Frage, ob die Gesellschaft sich selbst neu hervorbringt in der Art und Weise, wie sie angesichts von mehr Diversität eigentlich zusammenlebt oder auch zusammenleben will. Ja, und dann zum Schluss Europa. Der Nationalismus schränkt die Menschen in enge
nationalkulturelle Korsette, die ihre Freiheit, ihre Kreativität, ihre Verständigung und ihren Fortschritt letztlich nur behindern. Das Europa, das wir heute sehen, ist das Europa einer Geschichte, die den Nationalismus überwunden hat. Das ist unsere Geschichte und das kann unser neues Wir sein. Und die Frage ist, ob es wieder zurückgeht in den reinen einzelnen Bezug zum Nationalismus hin oder ob wir die Überwindung des Nationalismus eigentlich weitertragen können und auch tragen wollen. Ein Europa freier Menschen jenseits kollektiver Großblöcke, die sich gegeneinander in Abgrenzung definieren müssen. Es ist ein Europa, für das ich eben jeden Sonntag inzwischen schon fast wie bei einem Ritual so eine Art alternativen Kirchgang Menschen auf europäischen Plätzen treffen und feiern. Wir haben noch in den 90er Jahren mitten in Europa mit den schrecklichen Kriegen auf dem Balkan erlebt, wohin aggressiver und ethnischer Chauvinismus führt. Krieg, Tod, Vertreibung, das sind die Folgen nationalistischer, religiös-fundamentalistischer und ethnisch-chauvinistischer Ideologien. Gegen solche vergifteten Träume muss unsere Botschaft immer und immer wieder sein, wir sind als Menschen, als solche einander zugewandt. Und das wird nicht ausgehebelt durch nationale oder religiöse Identitäten. Deshalb ist unser Europa eben auch und ganz zentral eins der Menschenrechte und keins der Abschottung, eins des Humanismus und nicht der Nationen. Das So-Sein und das Anderssein gehören zusammen. Sie sind der Gewinn, den wir haben in der Gesellschaft. Das Gemeinsame ist so weit freiwillig wie nicht nötig. Und es ist so weit nötig geprägt von der Gewährleistung der Freiheit und der Verpflichtung und Verbindlichkeit, sie verfügbar zu machen. Und weil meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir gestattet haben, dass ich bei jedem Auftritt einmal ein Luther-Zitat sagen darf in diesem Jahr der Reformation, muss ich das am Ende sagen, weil ich finde, der Alte hat es ganz gut zusammengefasst mit der Freiheit und mit der Individualität, als er nämlich gesagt habe, einerseits, ich bin niemandem untertan und andererseits, ich bin jedermann untertan. Weil da ist die Frage der Freiheit und der Gemeinschaft, der Individualität und der gegenseitigen Solidarität ziemlich gut beschrieben. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Katrin, für den Impuls, der deshalb wichtig, schon allein deshalb wichtig war, weil wir jetzt nochmal ganz wichtige Schlagworte und Gedanken auf dem Tisch haben zu unserem Thema. Ich würde vorschlagen, dass wir, bevor wir jetzt eher vielleicht auch nochmal auf so politisch philosophische Überlegungen kommen, die durchaus auch in praktischer Absicht gedacht sind, glaube ich, vielleicht doch noch mal eher so ein bisschen bei der empirisch-soziologischen Frage bleiben. Und deshalb meine erste Frage an Cornelia Kovic lautet folgendermaßen, geht, ich habe es gehört. Man denkt immer, es geht nicht, aber es muss kurz anspringen. Erstens, Katrin Göring-Eckardt hat in ihrem Impuls gesagt, naja, unterm Strich haben wir schon eindeutig Freiheitsgewinne, ein Mehr an Freiheit und damit auch ein Mehr an Vielfalt. Jetzt haben Sie ja gesagt, die Rückkehr der Konformität. Also wie würden Sie da die gesellschaftliche Entwicklung beschreiben? Jetzt nicht in den letzten 50 Jahren, vielleicht auch nicht in den letzten 30, sondern so in den letzten Jahren, ja. So. Und dann vielleicht, weil wir ein bisschen auf die Zeit gucken müssen, gleich noch eine zweite Anschlussfrage. Gut, wir haben die Nation, wir haben Europa, wir haben das Lokale, das werden wir sicher auch alles gleich noch streifen. Aber weil Katrin jetzt schon mal das Stichwort Familie, Patchwork-Familie, neue Familienformen, die Glücksgefühle, aber vielleicht auch die Stressgefühle, die mit solchen neuen Familienformen, ich spreche auch als einer der vielen im Raum stehen. Also vielleicht gleich noch die Frage hinterher, wie würden Sie das denn für so eine Gemeinschaft wie Familie beschreiben, soziologisch mit der Freiheit, den neuen Möglichkeiten und vielleicht auch den Sicherheiten, über die man mal nachdenken sollte mit Blick auf solche Entwicklungen? Ja, das sind erstmal ziemlich schwierige Fragen, aber vielleicht zuerst die Frage, wie hat sich die Erzählung des Selbst, der Identität, in den letzten Jahren überhaupt entwickelt? Und wenn man das jetzt sich von
Frau Göring-Eckardt anhört, dann hört sich das ja eher optimistisch an. Man kann das einfach wählen, man kann sich zu einer offenen Gesellschaft, zu einer pluralen Gesellschaft entscheiden. Und ich glaube, dass es nicht so einfach ist. Und dass die Frage, was könnte heute eine gelungene Erzählung des Selbst und der Identität in einer offenen, pluralen Gesellschaft sein, uns zwangsläufig auch auf die Frage führt, warum nativistische Erzählungen, also Erzählungen der Rechtspopulisten über Volk, Heimat, Christentum, Homogenität, Nationalismus heute so erfolgreich sind oder attraktiv oder zumindest plausibel sind. Und wenn man das sich fragt, dann kommt man automatisch auf die Frage, was mit der liberalen Erzählung des Selbst heute nicht stimmt. Und was aus meiner Sicht heute an dieser Erzählung nicht mehr stimmt, denn es hat einen historischen Index, das ist der Umstand, dass diese Erzählung heute ausblendet den Fundierungsbedarf von Individualität und Identität. Das heißt, es gibt immer, und der ist verborgen, dieser Fundierungsbedarf ist latent, wo wir also über Optionen verfügen, haben wir immer Ligaturen. Wo wir ein Individuum sind, haben wir Vergesellschaftung. Und wo wir Individualität und Autonomie haben, da haben wir immer auch Bindung. Und das nicht erst dann, in dem Augenblick, wo wir uns entscheiden, okay, wir brauchen jetzt auch mal ein bisschen Gemeinschaft. Das ist nämlich keine Frage der Entscheidung, sondern um autonom zu sein, brauche ich einen kollektiven Fundierungsbedarf. Um diese These zu illustrieren, gestatten Sie mir kurz einen Rückblick auf die Blütezeit der grünen Erzählung, wo nämlich die Erzählung des liberalen Selbst funktioniert hat. Denn damals war das Projekt der autonomen Lebensführung gebunden an ein emanzipatorisches Versprechen. Und dieses Versprechen war nicht leer. Dieses emanzipatorische Versprechen hat den Einzelnen versprochen, und zwar gedeckt versprochen, sich herauslösen zu können, das hatte gerade Katrin Göring-Eckardt auch erwähnt, aus Herkunftsbindungen, aus traditionalen Bindungen, aus den provinziellen Milieugebundenheiten der provinziellen Bundesrepublik, des Landlebens, des Geschlechts, der sozialen Klasse. Und diese Erzählung war so attraktiv, dass in dem Jahrgang der 80er Jahre sich mehr als 60%, so hat Sven Reichert rausgefunden, der jungen Menschen für grün gehalten haben, also alternative Lebensformen befürwortet haben. Ob sie jetzt in der Partei waren oder bei Friedensmärschen mitgemacht haben, war eine andere Frage, aber zumindest haben sie sympathisiert mit diesen autonomen Lebensformen. Und warum war das möglich? Es war deshalb möglich, weil die Fundierung dieser Lebensformen verstaatlicht war, um es jetzt mal platt zu sagen. Also die Nation hat sozusagen die kollektive Fundierung dieser Lebensform abgesichert durch ein angemessenes BAföG, durch Scheidungsvorzahlungen, durch Gewerkschaften, Betriebsräte, durch die Möglichkeiten, die biografischen Risiken der persönlichen Existenz abzufedern. Und das ist der Grund, und dazu komme ich jetzt, also ich komme jetzt zu der Problematik der liberalen Erzählung und der grünen Erzählung des autonomen Subjekts, dass das in einer globalen Gesellschaft nicht mehr funktioniert. Wir haben heute einen Stand erreicht, wo wir zurückfallen in private Abhängigkeiten, weil Lebens- und Existenzrisiken, weil die Kontrolle über unsere Biografie nicht mehr kollektiv fundiert ist, zumindest nicht mehr sozialstaatlich fundiert ist, sondern wir wieder zurückgeworfen werden auf unsere Herkunftsbindung. Und hier sind wir also bei der Frage angekommen, warum rechtspopulistische Erzählungen erfolgreich sind, weil sie nämlich genau das aufgreifen und von der Latenz in den Vordergrund spielen und sagen, ja, wir haben die Ressourcen dieser Nation, wir haben die Ressourcen unseres Geschlechts, des männlichen Geschlechts in dem Fall, oder der Familie, und wir wollen diese primordialen Gesellschaften und Gemeinschaften stützen, weil sie uns die Ressourcen bieten, ein freies Leben zu führen, das die Gesellschaft ansonsten nicht mehr leistet. Das wäre zur ersten Frage. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zur Familie komme oder ob wir erst mal weitergehen. Also Applaus ist nicht nur möglich, sondern gewünscht. Vielleicht würde ich tatsächlich, weil das jetzt eine sehr intensive Antwort war, doch mal an dem Punkt dann bleiben und wir schieben die Familie noch mal kurz. Würde tatsächlich jetzt Otto Kalscheuer, der schon ganz aufmerksam natürlich zuhört, gerne Folgendes fragen. Erstens, wenn man diese Debatte um
das Individuum und die Gemeinschaft in der liberalen Gesellschaft von, sagen wir mal, 1982, bis das dann in Deutschland ankam, hat es ja auch noch mal gedauert, ja, also bis Anfang, Mitte der 90er Jahre sich anguckt und das jetzt mal abgleicht mit dem, was Frau Kopitsch sagt. Inwieweit würdest du denn sagen, okay, die Zeiten haben sich wirklich geändert, weil ihr, ich mache jetzt Scherz, also habt ja damals schon gesagt, diese ganze Atomisierung und Individualisierung ohne gemeinschaftliche Abfederung und Sicherheit, spitz jetzt zu, führt uns an den Rand. Jetzt sagt der Frau Kopitsch in gewisser Weise gerade das Gegenteil. Die sagt, damals war die Welt eigentlich plus minus in Ordnung und jetzt haben wir erst das Problem. Das wäre so die eine Frage. Und dann würde ich natürlich schon gern nochmal hören, weil du ja natürlich ein liberaler Kommunitarist warst und kein Rechtskommunitarist bist. Wie hat man sich das denn überhaupt vorzustellen, Gemeinschaftsbildung ohne Zwangsgemeinschaft, ohne identitäre Gemeinschaft, die dich festschreibt, du bist in dieser Familie und da ist no way out, du bist in dieser Religion und nie in einer anderen und so weiter. Was ist denn das liberale Gemeinschaftsbildung? Wie geht sowas? Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so interessant ist, also auf diese Seminardebatte nochmal zurückzukommen. Ich kann nur zum Beispiel etwa Folgendes sagen, gerade was Katrin Göring-Eckardt gesagt hat, wie sie beschrieben hat, wodurch sich eine Gemeinschaftlichkeit von einer retrograden, totalitären, nationalistischen unterscheidet, war, ohne es zu wollen, wahrscheinlich nicht ohne es zu wissen, fast ein Zitat von Michael Walzer, der sagte, natürlich brauchen wir die Gemeinschaftszugehörigkeit von Individuen. Jedes Individuum braucht lebensweltlich, abgesehen davon auch materiell, braucht sozusagen ein Backup, einen Untergrund von einem Zusammenhang, der größer oder kleiner sein kann. Die Familie ist die kleinste Gemeinschaft, die Liebesgemeinschaft wäre noch eine kleinere, bis zu einer gewählten Gruppe. Der Unterschied von einem liberalen Kommunitarier zu einem nationalistischen ist halt, dass diese Gemeinschaft optional ist. Man kann rein und man kann wieder raus. Soziologisch, die Exit-Option muss da sein. Das unterscheidet auch die Diskussion also um die Religionsfreiheit in diesem Sinne liberalen Gesellschaften, also die vielleicht in anderen Aspekten gar nicht unbedingt liberal sind, von Staatsreligionen oder von Zwangskonfessionen. Aber ich würde gerne noch mal eine Frage, sozusagen eine Gegenfrage stellen. Mir ist nicht klar, auch nach dem Beitrag von Katrin Göring-Eckardt, den ich sozusagen auch als grüner Wähler mit vollem Herzen unterschreiben kann, nach welchem Wir hier eigentlich gefragt ist. Ich vermisse bis jetzt, ich war nicht bei allen dieser Runden hier dabei, insofern ist es auch möglicherweise ein Fehler von mir, dass ich das nicht mitgekriegt habe, zunächst mal auch eine Diskussion um das grüne Wir. Gestern eingangs hat Ralf Füchs also dieses grüne Wir oder die grüne Erzählung in gewisser Weise als eine, ich übertreibe, aber als eine geschönte Form autobiografischer Erzählung, ein Bildungsroman. Wir waren mal Maoisten und heute sind wir Liberale. Das ist sehr schön, aber noch kein, sozusagen die Beschreibung eines individuellen Lernprozesses, aber noch nicht per se eine anschlussfähige politische Programmatik. Müsste man nicht sagen, also auch, ich meine, das ist jetzt kein Gegenargument darüber, über die liberale Gesellschaft, da kann man dann vielleicht nachher, man braucht mindestens drei Begriffe, nämlich Gemeinschaft, Gesellschaft, alte deutsche Soziologie und das Individuum, das sich in beiden Dimensionen in unterschiedlicher Wärme
Adhäsion, also unterschiedliche emotionale Identifikation, bewegen muss. Das eine geht nicht ohne das andere. Ne? Aber nochmal zurück zu den Grünen. Die Grünen sind doch auch eine Patchwork-Familie von völlig unvereinbaren Identitäten. Von den Anfängen der grünen Identität, vom Totalitarismus der Bewegungskulturen auf der einen Seite bis hin... Er nennt sich nur liberal, aber also das heißt, es wird schwierig, sich außerhalb des Mainstreams zu bewegen. Insofern war paradoxerweise die anfängliche grüne Bewegung, die alles andere von ihrem Selbstverständnis war als liberal, ne, wo da totalitäre Kinderkommunen auftauchten, alles mögliche, war im Effekt her pluralistischer, als es die heutige grüne Bewegung ist, die sozusagen ein ökosozialen Liberalismus leiht, der sehr anschlussfähig ist, ja, der also sozusagen von Daimler eben bis zum evangelischen Kirchentag alles ökumenisch unter die Fittiche kriegt und dann sagt, das ist die grüne Identität. Und ich habe eher den Eindruck, aber das jetzt nicht in normativer Hinsicht, sondern als beobachtender Wähler, dass dies in einer Situation, wo das Parteiensystem sich pluralisiert, wir haben nicht mehr zwei große Lager, sondern wir haben 5, 6 Parteien, wir werden ja sehen, wie viel dann da rauskommen, ob es die FDP wieder mal schafft, was ich nicht wünschen würde, aber kann ja sein. Das heißt, dann wenn 5 Parteien alle sozusagen mit 80% derselben politischen Zielsetzungen auftauchen, was die Implementierung und die Länge der Krankheitsfortzahlung, der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder die genaue Messung von Hartz IV und so, da gibt es dann noch Unterschiede. Das ist auch keine, wie soll ich sagen, Erziehung des beurteilenden Zuschauers, des rauchenden Zuschauers bei Brecht, aber auch des aktiven Mitbürgers, des Republikaners, für eine Streitkultur. Insofern entschuldigt sozusagen meinen Widerspruch. Mir fiel zunächst einmal, und dann können wir natürlich auch noch über die liberale Gesellschaft reden. Ich würde sagen, die Grünen müssen an den sozusagen verfassungsmäßigen Eckzielen der öffentlichen Liberalität festhalten, aber sie müssen selbst als Vektor, als durchaus Vektor in bestimmten fundamentalistischen Fragen. Die Fortschrittsskepsis der Ökologiekritik, man hört überhaupt nichts mehr davon. Gestern gesagt, das schaffen wir alles mit grünem Kapitalismus, wunderbar. Im Gegenteil, wir haben noch mehr Arbeitsplätze. Kritik der Optionalität der Konsumgesellschaft, das liberale Individuum, heute bin ich dieses, morgen bin ich jenes, heute bin ich Männlein, morgen bin ich Weiblein, unterstellt eine Konzeption eines frei floatenden Ego, ich, das dann sozusagen in beliebigen Communities sich einnistet, die vermutlich, und das ist jetzt nicht schwer festzustellen, nicht einmal sozusagen für die Grünen, die das dann behaupten, zutrifft. Das heißt, ich finde, auf Deutsch gesagt, zu viel liberale Ideologie und zu wenig echten Liberalismus, der nämlich konfliktuell ist im grünen Diskurs. Okay. Sorry. Vielen Dank, Otto. Ich wusste, kannst behalten. Ich wusste, warum ich dich als nächstes dran nehme, weil jetzt kommt die Sache, glaube ich, ein bisschen in Schwung. Und wir haben tatsächlich, das hast du mitgekriegt, wir haben tatsächlich über diese Frage, wo wird eigentlich diese Differenz in der Weltanschauung, man könnte auch sagen ideologische Differenz, im öffentlichen Raum sichtbar? Das war so ein bisschen eine Frage, die wir vorhin bei der Frage öffentlicher Raum, Öffentlichkeit diskutiert haben. Aber so, ist ja umso besser, dass wir wollen ja eh diese Geschichten weitererzählen. So, jetzt aber Rainer Forst. Und vielleicht, um das einfach so ein bisschen zu moderieren, da jetzt diese Eingangsfrage von Otto nochmal aufgenommen, wer ist eigentlich dieses Wir? So, und da würde ich jetzt gern mal das in zwei Richtungen ein bisschen ausbauen, auch weil du da viel drüber nachgedacht hast und viel geschrieben hast, nämlich erstens nochmal, ich sagte, nenne es jetzt mal so, Katrin hat es auch gesagt, das republikanische Wir. Also sozusagen das demokratische Wir. Denn wie soll dieses republikanische Wir eigentlich aussehen, wenn wir einerseits, ich spitze zu, alle
republikanischen Institutionen, die wir kennen und geschätzt haben, gar keine, wir die gar nicht mehr als Institutionen begreifen, ich spitz bewusst zu, in denen sozusagen Entscheidungen getroffen werden können, während die republikanischen Institutionen, die man als Subjekt gerne hätte, das republikanische Wir am besten global, überhaupt keine Institutionen hat, wo man sagen würde, da entscheidet sich das und am Ende bleibt das alles abstrakt und das republikanische Wir versagt völlig, außer dass man dann vielleicht noch sowas wie Tobin-Steuer oder so aus der Kiste zieht, was ja immer geht. Erste Frage. Zweite Frage, wenn Otto sagt, okay, der Liberale, es geht gar nicht um die akademische Debatte, es geht um die gesellschaftlichen Fragen, die da mitschwingen. So, genau. Wenn Otto sagt, okay, der liberale Kommunitarismus ist die Gemeinschaft mit der Exit-Option. Also eigentlich die freie Assoziation. Ich meine, wie weit trägt das eigentlich? Was sagt der politische? Weil die Realität scheint doch irgendwie zu sein, nehmen diese Familie, arm oder reich, autoritär oder liberal, oder du hast halt keine, Patchwork oder nicht Patchwork. Und dann kommt da, ja, dann hast du halt Freunde. Ja, aber wie weit trägt es eigentlich, ja? Oder zu sagen, ja, okay, wenn dir die Religion nicht gefällt, dann such dir halt eine andere. Aber ich meine, wie weit trägt es eigentlich diese Idee der liberalen Gemeinschaftsbildung? Oder anders gefragt, wie können wir diese Idee, die wir ja, glaube ich, alle teilen, also wie kann man der eigentlich wirklich da Vertrauen und auch eine gewisse Sicherheit entwickeln und das nicht dann am Ende so zu versacken? Ja. Okay, ja, das wüsste ich auch gern. Ich will versuchen, das zu beantworten. Hört ihr mich? Oder? Ja. Okay. Danke. Also, vielen Dank, Peter. Ich versuche mit dem republikanischen Wir anzufangen. Also funktioniert nicht? Oder ist gerade wieder aus? Dann nimm das einfach. Oder, jetzt bin ich doppelt laut. Also das republikanische Wir, ich will der Frage nicht ausweichen, weder der transnationalen Frage noch der nationalen, aber schau, wir müssen uns vor ein paar schiefen Bildern hüten. Manchmal, und das habe ich auch gestern dem Ralf Füchs gesagt, ist die Idee, des Freiheit verteidigen, des republikanische Freiheit verteidigen, so wichtig sie ist, gerade in der jetzigen Debatte, darf nicht Gefahr laufen, so zu tun, als hätten wir bis gestern dieses republikanische Wir gehabt. Diese schöne, multikulturelle, offene Republik. Ich verstehe auch Katrin so, dass das nicht eine Beschreibung der Gesellschaft war, sondern immer noch ein Ideal der Gesellschaft. Wir leben nicht in einer republikanischen politischen Lebensform, in der diese Freiheit, sich Gemeinschaften zu wählen und entsprechend solidarisch, Frau Kopetsch hat den Fundierungsbedarf angesprochen, entsprechend solidarisch abgefedert sein und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein Ideal, für das wir immer noch kämpfen müssen. Eine Gefahr der Verteidigungsrhetorik, die ich sehr gut verstehe, ist, dass man auf einmal in eine ideologische Falle tappt, als müssten wir jetzt die tolle Republik, die wir hatten, verteidigen. So ist es nicht. Wir müssen sie immer noch erkämpfen. Und deshalb ist der Uphill-Battle jetzt nicht neu, sondern jeder weiß, wie man in Deutschland auch vor 15 Jahren oder wann war das mit der Koch-Doppelpass-Geschichte, Wahlen gewinnen kann, indem man auf Xenophobie und bestimmte soziale Affekte setzt. Das ist nicht gestern erst erfunden worden. Der Uphill-Battle für so eine freiheitliche Republik, die trotzdem solidarisch ist, zu kämpfen, besteht nach wie vor. Das ist nicht gestern erst aufgetaucht. Das andere schiefe Bild ist, dass
Wenn man für die Pluralisierung von Lebensformen eintritt, wie Katrin das sehr schön dargestellt hat und auch meine Vorredner, dann zu sagen, ja, das ist die Feier der Selbstbestimmung und der Freiheit, wo bleibt denn da die Gemeinschaft, ist ein komplett schiefes Bild. Denn diejenigen, die für multikulturellen Respekt eintreten, sind natürlich für Respekt für Gemeinschaften. Die sind halt dafür, dass, als ich eine kleine Reminiszenz als Student in Fabriken gearbeitet habe in den Semesterferien, da gab es dann natürlich eine Reihe muslimischer Arbeiter, die beteten in einem Lagerraum, wo niemand praktisch Zutritt hatte. So war das. Und um diese Gemeinschaften aus diesem Schatten herauszuholen, jetzt zu sagen, das ist sozusagen die urliberale Feier des Individuums, ist doch völlig falsch. Du gibst nur bestimmten Gemeinschaften, die von der repressiven ethnischen Volksgemeinschaft als nicht zugehörig angesehen werden, Raum in einer Öffentlichkeit, die damit pluraler wird. Aber natürlich ist sie damit auch gemeinschaftsfreundlicher geworden und nicht gemeinschaftsfeindlicher. Genauso ist es auch so, dass der Respekt etwa für homosexuelle Lebensformen nicht eine Feier des Individuums ist, sondern auch die Möglichkeit, dass man mit anderen ohne Angst verschieden sein kann. Das ist also ohne Angst, gemeinschaftlich zu leben. Und deshalb muss man von vornherein ein schiefes Bild abwenden, dass, wenn wir hier über multikulturelle Gesellschaft, über Respekt für sexuelle Minderheiten, über alle diese wichtigen Politikanliegen der Grünen reden, dass wir hier in eine Individuum versus Gemeinschaft, in eine Selbstbestimmung versus Identität Debatte reinkommen. Denn die eigentliche Gemeinschaftsfeindlichkeit ist das, was die AfD unter Volk versteht. Das ist gemeinschaftsfeindlich, weil es repressiv ist, weil es in dieser Gemeinschaft keine Verschiedenheit mehr zulässt. Also Verschiedenheit und Gemeinschaft müssen zusammengedacht werden. Und das republikanische Wir, an dem wir bauen müssen, fordern müssen, ist eben eins, dass sich auch, wenn es um Fragen der Migration, nicht nur der Flucht, sondern auch der Migration geht, dass es sich öffnet, dass es sich nicht abschottet. Das war ein großes Problem in der Kommunitarismusdebatte. Erstens war nie klar, ist die Kritik an liberalen Gesellschaften eine empirische oder eine normative? Waren die der Auffassung, wir sind atomisierte Individuen durch den Liberalismus, oder wir sind eigentlich Gemeinschaftswesen und der Liberalismus stellt uns nur falsch dar? Ein weiteres Problem war, dass der Gemeinschaftsbegriff nicht immer geklärt war. Wurden religiöse Gemeinschaften gemeint, regionale, war die Nation gemeint oder wer? Wir müssen also den Gemeinschaftsbegriff immer durchbuchstabieren. Und überall dort, wo Gemeinschaft repressiv wird, muss sie kritisiert werden, müssen wir widerstehen. Aber das tun wir in der Regel als Gemeinschaftswesen. Deshalb dürfen wir nie in die Falle tappen, dass der repressive Gemeinschaften kritisiert, gemeinschaftsfeindlich ist, weil er eben für andere, offenere Gemeinschaften, solidarische Gemeinschaften eintritt. Das heißt, wenn wir ein solidarisches Wir, lange Rede, kurzer Sinn, ein solidarisches Wir anpeilen, muss es ein Wir sein, das sich transnational erweitert. Wir müssen sehen, dass unsere, wie soll man sagen, Comrades, diejenigen sind, die unter der ökologischen Krise hier leiden oder in Afrika oder wo auch immer. Mit denen sind wir verbunden. Das sind die Leute, die von grüner Politik mit betroffen sind, und genauso sind es die, die unter einer ökonomischen Produktionsweise globaler Natur leiden, ob sie hier leben oder anderswo. Linke Politik muss diese Solidarbeziehungen und auch diese kausalen Beziehungen immer vor Augen halten. Ein republikanisches Wir kann weder nach innen noch nach außen abgegrenzt und repressiv sein. Wir wissen aber, dass in der Tradition des Republikanismus das Abgrenzen, das Misstrauen gegenüber dem möglicherweise mich dominierenden Nachbarn Teil dieser Tradition ist. Deshalb müssen wir auch das Wort republikanisch neu durchbuchstabieren und solidarisch durchbuchstabieren. Sorry, es war ganz viel. Also ich möchte dem kommunitaristischen Gedanken widersprechen. Mir sind
diese Auffassungen zu normativ. Also es handelt sehr viel davon, wie etwas sein soll, und da sind wir uns auch, glaube ich, alle ziemlich einig, dass es gut wäre, diese Art von Gemeinschaft, wie Sie sie gerade skizziert haben, zu leben. Und auch wäre es wirklich ein toller Erfolg, wenn man sagen könnte, ich wähle immer die Exit-Option, wenn mir eine Gemeinschaft nicht mehr passt. Bloß, wie wir seit Zygmunt Bauman wissen, funktionieren Gemeinschaften so nicht. Wenn ich versuche, Gemeinschaft zu wählen, habe ich keine Gemeinschaft. Wenn ich da rausgehen kann, dann ist das keine Gemeinschaft. Und die Frage, die sich mir stellt, ist tatsächlich, wenn ich zum Beispiel die Exit-Option nehme, wenn mich jemand fragt, leihst du mir, ich bin in einer Gemeinschaft mit dir, wir haben eine Freundschaft, und der Mensch schreibt, leihst du mir 2000 Euro? Ja, 2000 Euro leihe ich dir. Und dann kommt die Frage als nächstes, leihst du mir 100.000 Euro? Ich habe Unterhaltsschulden, kannst du mir meinen Unterhaltsschulden leihen? Dann sage ich als normale Freundin wahrscheinlich nein. Und das ist genau der Unterschied. Das heißt, ich wähle die Exit-Option, wenn mir die Verantwortung für den anderen zu groß wird. Und das ist der Grund, warum die Gemeinschaften, denen ich freiwillig beitreten kann, oft in dem Augenblick nicht funktionieren, den ich gerade genannt hatte, der kollektive Fundierungsbedarf. Dann, wenn wirklich eine biografische Notsituation ansteht, dann, und jetzt komme ich auf das Thema Familie zu sprechen, wer kommt dann in Frage? Dann sind es immer die Herkunftsfamilien, die mich unterstützen, wenn ich zum Beispiel mit 30 mein Studium noch nicht finanzieren kann und trotzdem eine Familie gegründet habe, von den Jobs, die ich aber nebenbei mache, nicht leben kann. Diese Biografien kommen permanent in meinen biografischen Feldstudien vor. Das heißt, wir haben lauter junge Erwachsene, die nur deshalb in der Mittelschicht bleiben können, weil sie Familienbindungen haben aus der Wohlstandsgeneration, die dann diese Kinder unterstützen. Und das ist das Mittelschichtschicksal, was die Leute hier, gerade in Berlin, in der Mittelschicht hält. Die Familien, das heißt die Herkunftsbindung, und nicht die freiwilligen Gemeinschaften, denen ich beitreten kann, denen ich auch jederzeit wieder austreten kann, die mir aber auch deshalb nicht helfen in Notsituationen, weil ich ihnen jederzeit wieder entsagen kann. Das war eine Frage in die Runde, Katrin. Ne? Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht, aber ich glaube, was die Unterscheidung ist, die wir machen müssen, ist ja die zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Weil genau für diejenigen ist ja die Gesellschaft in Anführungszeichen zuständig, und für die Ermöglichung von Aufstieg ist Gesellschaft zuständig. Also wenn wir anfangen würden, es der Gemeinschaft, der Freiwilligen oder Unfreiwilligen zu überlassen, dann geht es aus unterschiedlichen Gründen schief. Also erstens, weil es dann die Mittelschicht sich selbst reproduzieren kann und es keinen Aufstieg gibt von Leuten, die da nicht dazugehören. Zweitens, weil natürlich auch der Familienfrieden nicht endlos ist, also weil natürlich auch Familien oder sehr enge Gemeinschaften sich im Zweifelsfall auflösen oder herausziehen. Und deswegen glaube ich, das ist ja die Grundlage dessen, von dem ich jedenfalls versucht habe zu reden, als ich gesagt habe, wenn es um Aufstieg geht, wenn es um Chancen geht, wenn es um die Grundlegung dessen geht, sich selbst verwirklichen zu können in dem, was für Gesellschaft selbstverständlich sein muss, dann fängt es an, also ich habe das versucht hier an diesem Beispiel mit der Waschmaschine deutlich zu machen, dann fängt es an politisch und natürlich unumstößlich politisch zu werden. Da kann auch kein anderer mehr eintreten dürfen, also im wahrsten Sinn des Wortes, weil diese Art von Abhängigkeit, die kann man ja irgendwann sagen, na gut, wenn jemand so viel Geld hat, wieso soll dann eigentlich immer die Solidargemeinschaft eintreten, statt dass die Reichen ihre Kinder aushalten, so, ne? In vielerlei Hinsicht. Aber gleichzeitig muss natürlich die Freiheit bestehen, dass die Kinder der Reichen sagen, mir geht mein Alter auf den Sack und ich habe keine Lust mehr darauf, mir auch noch sagen zu lassen, wie ich leben soll. Und das gehört nun mal beides zusammen, wenn wir über Freiheit reden. Ich würde aber vielleicht gerne noch einen anderen Dreh machen, weil leider war ich ja nicht nach der grünen Erzählung gefragt, sondern so. Trotzdem glaube ich, es gibt sehr viele Fragen, die wir frei und die wir in Aushandlungsprozessen entscheiden können. Ich finde, zwei Fragen können wir nicht frei und im Aushandlungsprozess entscheiden. Die eine Frage ist die nach der Existenzfrage Ökologie. Wir werden schlicht und ergreifend in den nächsten wenigen Jahren entscheiden müssen, ob es in die eine oder andere Richtung geht. Und das können wir nicht nach dem Motto machen, schauen wir mal, ob die einen oder ob die anderen gewinnen, sondern wenn sich die Weltgemeinschaft, und so pathetisch muss man sagen, darauf geeinigt hat, dass man in dieser Frage sehr grundlegend umsteuern muss, dann kann man sich da nicht einfach raushalten oder rauslassen. Und jetzt kennen die Grünen ja so Katastrophenerzählungen aus ihrer
Gründungsgeschichte und wir erinnern uns, also ich nur an die Bilder aus dem Schwarz-Weiß-Fernseher, wie Marie-Louise Beck mit diesem vertrockneten Tannenzweig in den Bundestag eingezogen ist und so. So werden wir das nicht machen können, weil das natürlich heute kaum noch jemand versteht. Aber trotzdem, das so zu sagen, wie es ist, nämlich sehr existenziell, daran werden wir auch nicht vorbeikommen. Und deswegen ist das die eine wirklich gesellschaftliche und überhaupt nicht abgrenzende Frage, sondern die betrifft uns ja nicht national, das wäre ja völlig balabala, sondern die betrifft uns halt global. Darauf müssen wir nicht nur eine Antwort haben, das wäre noch leicht, sondern wir müssen noch davon überzeugen, dass es diese Entscheidung auch tatsächlich braucht. Und die andere Frage, das ist die mit der Solidarität. Also es geht ja nicht nur darum, ob wir uns nicht abgrenzen, sondern ob wir aktiv solidarisch sind. Und das hast du wahrscheinlich auch gemeint, als du vorhin gesagt hast, wir können uns gar nicht abgrenzen, wenn unsere Art zu leben anderen unmittelbar und aktiv schadet. Also nicht nur irgendwie nebenbei und zufällig, sondern aktiv schadet. Und wenn man sich die Flüchtlingskrise, die weltweite, nicht die bei uns, das ist immer noch keine Krise, aber wenn man sie sich weltweit anschaut, dann wird man einfach sagen müssen, hat unser Lebensstil die Ursache in unserem Lebensstil, aber natürlich auch wieder in der Klimakrise, weil ohne die wären viele Menschen eben nicht auf dem Weg und müssten sich gar nicht auf den Weg machen. Und deswegen glaube ich, dass dieses Nicht-Abschotten und dieses aktiv solidarisch sein einfach sozusagen eine höhere Form dessen ist, worüber man reden muss. Und die freie Entscheidung, wie wir leben wollen, die bezieht sich auf sehr viele Fragen. Aber es wird immer dann natürlich an harte Grenzen stoßen, wenn wir auf Kosten anderer entscheiden. Da geht es eben um die Freiheit des anderen. Und der andere ist eben nicht nur mein Nachbar, dem ich die Musik zu laut mache, sondern das sind eben noch ein paar andere Leute, die sehr unmittelbar und sehr existenziell und in ihrem Leben davon betroffen sind, in ihrer Art zu leben und ihrer Möglichkeit überhaupt zu leben. Das ist nochmal eine Steigerung dessen, was wir haben oder was wir in den vergangenen Jahrzehnten hatten, wenn wir über Freiheit geredet haben. Otto, also der Begriff Exit-Option kam ja von dir. Jetzt sagt Frau Kovic, Gemeinschaften sind keine freiwilligen Zusammenkünfte, sondern sind eigentlich tradierte Zwangsgemeinschaften. Oder was heißt Zwangsgemeinschaften? Aber jedenfalls, naja gut, aber was, Sie was sagt, ist eine die Gemeinschaften, auf die es ankommt. Was ist eine Gemeinschaft ohne Exit-Option? So, jetzt sag du nochmal. Ja, ich meine... Nein, die Sache mit der Exit-Option, das bezieht sich auf die Gemeinschaften, auf die sozusagen die Form des Zusammenlebens von Gemeinschaften, die wir unter den Bedingungen einer von uns weitgehend, total würde ich das für mich gar nicht sagen, aber weitgehend akzeptierten liberalen Moderne für richtig halten. Es gibt allerdings ein Element von Gemeinschaftlichkeit, die sie übrigens unterscheidet, genau von dem Gegenbegriff der Gesellschaft, den Katrin Göring-Eckardt auch genannt hat, das ist, dass sich die gemeinschaftliche Identität, auch wenn sie eine Aktivität des jeweiligen Subjekts impliziert, das heißt, die Identität impliziert Identifizierung, ich identifiziere mich mit einer bestimmten Gemeinschaft, dass sie nicht völlig contract ist. Sie ist nicht völlig aushandelbar, sondern sie beinhaltet Gegebenheiten, mit denen ich umgehen muss, möglicherweise sogar mit radikalen Schritten, um mich aus meiner Herkunftsgemeinschaft zu entfernen. Das sind natürliche Identitätselemente, die gerade in der Gründungsphase der Grünen, damals übrigens im Gegensatz, auch im bewussten, auch im kulturellen Gegensatz eines Teils dieser Blumentopfgrünen und dieser Landkommunengrünen zur Wachstumsgesellschaft der Bundesrepublik und der Industriegesellschaft, durchaus gewählt werden können. Es bedeutet natürliche Zusammenhänge, es bedeutet
kulturelle Abhängigkeit. Es ist nicht Gegensatz, Gegenstand meines Willens, dass ich als ein solcher und ein solcher in dieser Nation mit dieser verdammten historischen Verantwortung, Holocaust, tralala, geboren bin. Es ist nicht Gegenstand meiner Entscheidung gewesen, dass ich als Mann auf die Welt kommen kann. Es kann möglicherweise, da wird es schon haarig, und darüber wollen wir jetzt nicht hier sozusagen einfach en passant diskutieren, schwierig sein, die Gender-Identität jenseits irgendwelcher Feuilleton-Rhetorik tatsächlich zu wählen. Und es ist auch die kulturelle Identität, wo ich mich zu Hause fühle, auch kulturell. Ich als Rheinländer habe mich in Berlin, diesem preußischen Milieu, nie wohlgefühlt. Ich war immer lieber in Frankreich, ne? Und auch kulturell. Auch dies sind Elemente, die nicht vollständig Gegenstand der persönlichen Wahl sind. Und die Identität, wenn sie denn geglückt ist, um jetzt bei der Erzählung zu kommen, es gibt ja eine Erzählung mit Happy End, dann beinhaltet sie zwei Elemente: Schicksal oder sozusagen Nichtgegebenheit und Wahl. Die geglückte Erzählung ist die, in die das Schicksal sich in Entscheidung, in eigene Wahl verwandelt. Und wenn man so will, auch die geglückte politische Erzählung. Das war in traditionelleren, immer schon bereits modernen Gesellschaften noch etwas anders. Wenn der Junge oder das Mädchen sich nach seiner Adoleszenzphase, damals irgendwie, nachdem er die Lehre gemacht hatte, sich bewusst dafür entscheidet, dem sozialdemokratischen Milieu, dem er entstammt, bewusst als Mitglied zugehörig zu werden. Das ist sozusagen eine, jetzt im Rahmen einer Klassenerzählung, ein geglückter Roman. Ob dann die Ende, das Ende der Geschichte, das Paradies der klassenlosen Gesellschaft kommt oder nicht, das ist dann Fortsetzungsfolg. Aber es ist eine geglückte Erzählung. Und dies ist in der Tat in der heutigen Multi-Optionsgesellschaft, die zur Hälfte Ideologie, aber zur Hälfte Irritation ist, durchaus schwieriger geworden. Insofern betrifft die Notwendigkeit des sozusagen Humus, des Backing, von dem Sie sozusagen sehr präzise gesprochen haben, dabei auch Fußnote, okay, uns auch gleichzeitig zeigend, dass insbesondere die sogenannten postmaterialistischen Werte Ergebnisse einer Sozialstruktur des Sozialstaates sind, das in anderen Gesellschaften ja gar nicht vorkommt, ne? Aber jenseits dieser Tatsache ist die Identifikation mit der Gemeinschaft auch abhängig von nicht gewählten, okay, Faktoren. Und das ist das Problem menschlicher Freiheit. Wir sterben und wir müssen dennoch in der Zwischenzeit frei zu werden. Das ist auch nicht gewählt. Also, ich bin zu lange und höre auf. Nee. Darf ich dazu auch noch was sagen? Rainer. Also, ich probiere es jetzt nochmal hiermit. Wenn da bringt nichts. Geht immer noch. Okay, danke, Katrin. Also, ich würde ganz gern da anschließen und dann auch Frau Kopic nochmal was fragen. Also, das eine ist doch klar, dass wenn wir hier über Gemeinschaften und die vielen Gemeinschaften, Katrin hat es erwähnt, deren Teil wir sind, reden, dann sind doch sehr viele dieser Gemeinschaften nicht gewählte. Und es ist auch wieder ein ganz schiefes Bild, als hätte der Liberalismus, als er Religionsfreiheiten erkämpft hat, da wäre er davon ausgegangen, dass die Leute sich frei wählen, welche Religion sie jetzt mal annehmen. Das war umgekehrt, weil man davon ausging, dass Religionsfragen eine Frage der Berufung durch Gott sind und eben nicht frei wählen kannst. Ah ja, hier gilt der Katholizismus, dann werde ich jetzt katholisch. Also gerade die Nichtwählbarkeit von Religion war im Liberalismus reflektiert, als es darum ging, dass man nicht einfach sich der Mehrheitsreligion in einer Gesellschaft anschließen kann und dass das repressiv ist. Wieder lauter schiefe Bilder. Natürlich reden wir über eine Pluralität von Gemeinschaften. Frau Kopic hat die Familie erwähnt. Manchmal kann man da was wählen. In der Regel kann man sich seine Eltern nicht aussuchen und auch die Verantwortung, die man irgendwann hat für seine Eltern, wenn das relevant wird, kann man auch nicht einfach wegwerfen und negieren. Es gibt bestimmte Umstände, die es schwierig machen. Also, wenn wir Gemeinschaften so definieren wollten, ich bin da freiwillig beigetreten und kann jederzeit wieder raus, hat überhaupt keinen Sinn. Frau Kopic hat was Interessantes gesagt, nämlich, dass heute in der
Mittelklasse, junge Leute sehr viel stärker auf ihre Familienbindungen zurückgeworfen sind, im Wesentlichen aus materiellen Gründen, und dass das in den 80er Jahren anders war. Nun bin ich mir da nicht so sicher. Wenn ich mich erinnere, als ich 83 Abitur gemacht habe, oder war's, wann war's? Ja, irgendwo um den Dreh. Also wie viele Leute erstens glaubten, der Atomkrieg bricht relativ bald aus. Und deshalb hat über die Zukunft nachzudenken eh keinen Sinn. Oder man nicht liberal darüber nach. Eben. Sorry. Oder hier ist sowieso die Natur am Ende, und studieren hat eh keinen Sinn, du kriegst sowieso keinen Job. Das heißt also, die existenzielle Unsicherheit in der Zeit der ersten Periode der 80er oder vielleicht durchgängig durch die 80er ist im Vergleich zu den Möglichkeiten, die junge Leute heute haben. Da würde mich das soziologisch sehr überraschen, wenn damals die Freiheitsspielräume größer geworden wären, sowohl kulturell wie auch materiell. Das würde ich als Rückfrage nochmal gerne erläutert haben. Ich sehe auch nicht heute, dass sich der Staat so weit zurückgezogen hat aus der Beförderung innovativer Lebenswege und Ausbildungswege, dass die jungen Leute so stark wieder auf ihre Familie verwiesen sind. Ich weiß, dass es das gibt und dass das häufig eine Rolle spielt in bestimmten Lebenssituationen. Aber ob man das so sagen kann, dass wir heute den Fundierungsbedarf, der sozusagen vor 25 Jahren durch die Gesellschaft und Institutionen abgedeckt war, dass der heute durch wieder Familien und primäre Gemeinschaften abgedeckt ist, das fände ich soziologisch interessant, aber es würde mich überraschen. Doch, also dazu möchte ich gerade mal ein paar empirische Sachen sagen, weil ich im Schnittfeld Ökonomie, Lebensführung, Familie und so weiter ja auch forsche. Und da kann man sagen, also wir haben bei den jungen Berufsansteigern einen verglichen mit den jetzt 50-Jährigen, also etwa unserer Generation, als wir Berufseinsteiger waren, 40% niedrigere Nettolöhne. Und das sind diese Zahlen kommen dadurch zustande, dass jemand, der beispielsweise jetzt ein Diplom- und Hochschulabschluss hat, erstmal in einem Praktikum arbeitet oder in einer befristeten Halbtagsstelle oder eben auch zurückgestuft wird, selbst wenn er eine Ganztagsstelle hat, sodass dieses Einkommen, was er als erstes bekommt in seinem Entry-Job, keine Existenzsicherung oft zulässt, zumindest keine existenzsichernde Familiengründung. Das andere ist, dass wir sehr starke Vererbungen von Vermögen, Bildungschancen und Einkommenschancen haben. Das wissen wir. Was aber wirklich das Neue daran ist, dass zum Beispiel sozialer Aufstieg, auch soziale Bildungsaufstiege in den 80er Jahren möglich waren. Wir haben zwar immer noch BAföG, aber das BAföG hat eine Bemessungsgrenze, die nicht inflationsangepasst worden ist. Und mittlerweile viele Eltern, die sich definitiv nicht leisten können, dass das Kind zum Studieren geht, trotzdem kein BAföG bekommen, sodass diese Kinder alle jobben müssen oder eben doch irgendwie wieder von den Eltern unterstützt werden müssen. Und diese Familienabhängigkeit der Lebenschancen und Lebensabsicherung führt letztlich auch zu einer Klassenreproduktion, also von der Reproduktion zu Klassenlagen. Das war nochmal der Einwurf von Katrin Göring-Eckardt. Natürlich möchte ich nicht, dass die Mittelschichtsfamilien jetzt wohlfahrtsstaatlich unterstützt werden. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die untere Hälfte dieser Bevölkerung, das heißt ungefähr 50%, keinerlei Möglichkeiten hat, ihre Lebenschancen biografisch durch die Familie becken zu lassen. So dass eben für die genau dieser Fundierungsbedarf notwendig wird, den wir jetzt nicht mehr haben. Und diese Leute glauben nicht mehr an die liberale Erzählung von Eigenverantwortung. Und das möchte ich jetzt auch gar nicht den Kommunitaristen unterstellen, dass sie dort die falschen Konzepte entwickeln. Was wir aber sehen, ist, dass in allen gesellschaftlichen Institutionen, in denen wir adressiert werden als Individuum, immer als auf der Schiene der Eigenverantwortlichkeit dastehen. Das heißt, wir werden als einzelne Subjekte dafür verantwortlich gemacht, was aus unserem Leben wird. Und wenn wir scheitern, dann ist das unsere eigene Verantwortung. Und ich glaube, das müssen wir erstmal backen. Wir müssen da wieder ein Rebacking machen, um so etwas wie eine plurale Erzählung des Selbst, des Multikulturalismus glaubwürdig werden zu lassen. Okay. Vielen Dank, Frau Kovic. Ich weiß, dass wir hier jetzt
Ich weiß, dass wir hier jetzt fröhlich weiter diskutieren könnten und vielleicht sogar müssten an dem Punkt. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch ein paar Stimmen aus dem aus der Teilnehmerschaft ermöglichen. Und dann sind wir auch bald für heute zu Ende. Wer will denn gerne nochmal? Nicht am Ende. Nicht am Ende, genau. Das diskutieren wir alles weiter, aber für heute zu Ende. So, wer hat sich gemeldet? Niemand? Ja, sehr gut. Vielen Dank für die Beiträge und auch vielen Dank Ihnen, Katrin Göring-Eckardt, dass Sie nochmal die Ökologiefrage so stark aufgeworfen haben. Und ich hake nochmal nach, weil ich das vorhin so ein bisschen vermisst habe. Es geht mir darum, dass ich denke, Fragen vom Selbst und Fragen von Gemeinschaftlichkeit, dass die sehr viel mehr mit Ökologie und mit den Herausforderungen zu tun haben, als es vielleicht hier deutlich geworden ist in der Runde. Und hier geht es da zum Beispiel um Fragen von Planetary Boundaries oder das Life Support System, was sozusagen offensichtlich Probleme hat laut der ganzen Diagnosen aus den Naturwissenschaften und dass das wirklich nochmal ganz neue Herausforderungen an individuelle Lebensentwürfe und an die Gemeinschaft stellt. Und das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Otto meldet sich, das gilt aber gerade nicht. Bitte? Jasmin Siri, das lassen wir gelten. Ich habe mich nicht gemeldet. Also du hast dich gar nicht gemeldet, okay. Ich hatte noch eine Frage, die mich sehr interessiert, über die Gemeinschaftsbildung, was noch nicht so für mich vielleicht schon da war, aber mehr implizit als explizit war ja, dass wir in der hierarchisierten Gesellschaft leben und dass die Frage, wenn wir jetzt über Gemeinschaften sprechen, auch immer die Frage ist, wer entscheidet, wer hat die Entscheidungsmacht? Wir sehen das ja ganz stark auch in den schrumpfenden Regionen, wo öffentliche Infrastrukturen, hatten wir eben ja schon darüber diskutiert, übernommen werden von Gemeinschaften. Und dass wir, zumindest in meinem Bereich, in den Niederlanden war das so, dass vor allem die gut situierten Bürger, die auch ein ökonomisches Kapital haben, eher die Bürger sind, die dann öffentliche Infrastrukturen übernehmen können und dann natürlich automatisch eigene Regeln des Zugangs formulieren. Und da würde ich noch mal gerne fragen, wie Sie das sehen. Vielen Dank. Dann geben wir doch die Fragen nach vorne weiter. Otto, oder? Nein, ich sage gerne was, aber vermutlich ist da ist meine Nachbarin weitaus geeignet, darüber zu sagen. Das schließt sich ja nicht aus, ihr müsst nur ins Mikro sprechen. Ne? Die Reihenfolge ist mir sogar egal. Ja, so. Ja, weil ich wollte eigentlich, wenn wir uns dem Ende näher, noch einen Punkt bringen, der in gewisser Weise auch etwas mit der Ökologie natürlich zu tun hat. Alles hat mit der Ökologie zu tun, aber dort wird es besonders wichtig, wo die Frage nach einem Wir mir sehr entscheidend scheint, das ist jetzt aber nicht direkt dazu, dass ich vermisse, obwohl das in der grünen Identität natürlich stark drin ist, zu sehr in dem grünen öffentlichen Auftreten, beim Versuch, sich dem Common Sense, dem liberal, sozial, liberalen Common Sense der Republik anzupassen, zu sehr das Dramatische eingehen auf die Frage Europas. Und zwar vor allem mit dem Punkt, den wir hier vielleicht sogar noch diskutieren müssen, weil es ist nicht so einfach, dieses europäische Wir klar zu bestimmen. Ein kosmopolitischer Republikanismus gibt es nicht. Das ist sozusagen eine Contradictio in adjecto, weil eine Republik ist immer ein wohl definierter Bereich. Wir können kosmopolitische Haltungen als moralische oder als politische Haltung haben, aber es ist sozusagen kein Gemeinwesen. Während Europa mit all seinen Schwierigkeiten, ich meine, die Europäische Union, mit welchen Coalitions of Willings sich da auch entwickeln mögen, ein möglicherweise doppelstöckiges Gemeinwesen ist, das Identität, dass es erlaubt,
gegebene Identitäten unter dem Einschluss politischer Identifikation in eine kollektive Identität jedenfalls teilweise zu überführen. Das ist auch eine notwendige Barriere gegen Xenophobie, Nationalismus, Marine Le Pen und AfD und so weiter. Aber es ist auch eine notwendige Voraussetzung für Europa als auch ökologische Schicksalsgemeinschaft. In dieser Hinsicht, müssten die Grünen weitaus stärker, auch dramatischer, fundamentalistischer, wenn Sie so wollen, in der Öffentlichkeit dastehen, als bei dem Versuch, sich also an den Common Sense dessen, was wir alle für richtig finden, anzupassen. Frage ist angekommen. Punkt. Jetzt fragen wir trotzdem noch zu der anderen Frage, Frau Kovic. Ja, also die Frage, wie Gemeinschaften aussehen könnten, wenn wir nicht auf die Familie wieder zurückgreifen wollen, die ja Klassengesellschaften reproduziert und damit letztlich eine Partikulargemeinschaft bleibt. Was könnte eine Utopie, eine gelungene Form der Gemeinschaftsbildung sein? Und wenn wir jetzt das, was Herr Kaltscheuer gesagt hat, ernst nehmen, nämlich die grundlegende Geworfenheit, wie Heidegger das ausdrücken würde, die Nichtwählbarkeit, die partiell immer Unverfügbarkeit von Gemeinschaften, können wir Gemeinschaften ja nicht herstellen, so wie wir Vergesellschaftungszusammenhänge herstellen können oder wie wir in Organisationen ein- oder austreten können. Und vielleicht kann man diese Frage damit verknüpfen mit dem Panel, was wir gerade im Punkto Öffentlichkeit haben. Das heißt, wir müssen nach Karl Mannheim kommunale Erfahrungsräume schaffen, in denen Gemeinschaften dadurch begründet werden, dass gemeinschaftliche Erlebnisse möglich sind oder gemeinschaftliche Partizipationsmuster, die nicht künstlich hergestellt worden sind, sondern die in Öffentlichkeiten, sei es jetzt digitaler oder so wie Sie das heute Nachmittag gesagt haben, sozialräumlicher Natur sind und dadurch ermöglichen, dass sich etwas herausbildet, was sphärischen Charakter hat und was genauso wenig verfügbar ist wie eben eine Primärgemeinschaft, wie die Familie das darstellt. Das heißt, man könnte demokratische Formen oder republikanische Formen der Vergemeinschaftung finden, indem man diese Erfahrungen zulässt. Und das schließt sich natürlich nicht aus, dass es auch im Berufsleben oder sonst wie eine Rolle spielt. Aber was man natürlich sagen muss, ist, wenn man diese Dinge lenken will oder provozieren will, dann muss man natürlich sehen, dass diese Institutionen, in denen wir jetzt leben, sich vielleicht auch wieder erneuern müssen. Und dass die Bologna-Reform in dieser Hinsicht keine gute Idee war, wenn es darum geht, emanzipatorische Vergemeinschaftungsräume zu schaffen, in denen eine Art emanzipatorisches Lernen möglich ist, in deren Aufklärung oder das Nachdenken über die gesellschaftlichen Bedingungen der Existenz möglich werden, dann kann man das sicherlich nicht tun, indem man Creditpoint-Jäger erzieht, die sich dann zu Recht daraus wieder rausziehen, indem sie sich eigentlich, also so machen es zumindest unsere Studierenden in der TU Darmstadt, das Studium als ein Element einer Portfolio-Weiterqualifikation betrachten, während sie nebenbei noch andere Dinge verfolgen, wie zum Beispiel Jobs oder andere Engagements und die Universität nur noch als eins von ein relativ kleines Engagement von vielen, in dem es hauptsächlich darum geht, Credit Points zu erwerben. Das sind sicherlich keine guten Voraussetzungen. Also fertig. Vielen Dank. Da haben wir noch mal ein Thema für Rainer Forst, Bologna, aber vielleicht machen wir dazu mal bald wieder eine eigene Veranstaltung. Ich habe, weil das jetzt wirklich für heute letzte Worte sind, aber auch nur für heute, die Frage von Otto Kaltscheuer und der Europäischen Gemeinschaft, die hieß ja sogar mal so, auf dem Zettel. Also ich kann das aber verknüpfen nochmal mit einem Kommentar zu Frau Kopec. Sehen Sie, eine Gefahr bei Diskussionen wie der jetzigen ist immer, dass wenn wir, wie Sie es tun, völlig zu Recht die gegenwärtigen Verhältnisse und Entwicklungen kritisieren, dass wir so tun, als wäre das früher besser gewesen. Die Gesellschaft der 80er war nicht freiheitlich, sie war nicht multikulturell und Studierende hatten da nicht in der Regel emanzipatorische goldene Wege, die sie im Studium beschritten, sondern sie hatten Professoren, die sich überhaupt nicht um sie gekümmert haben.
Also verstehen Sie, die Dialektik ist nicht, dass wenn man die Gegenwart zu Recht kritisiert, und ich schließe mich an, dass man dann sagt, aber früher war das besser. Das war früher anders doof und anders schlecht, aber nicht besser. Und so kann man auch nicht sagen, dass Europa irgendwann ein glücklicher Zusammenhalt war, wo man solidarisch für andere eingestanden hat. Das war noch nie so. Und jetzt müssen bestimmte wohlhabende Volkswirtschaften mal sagen, was ihnen eine gemeinsame Währung wert ist. Und dann sieht man auf einmal, oh, so war es nicht gemeint. Also ich meine, weg von der Nostalgie, sondern hin zu den Problemen, die tatsächlich bestehen. Und Gemeinschaften bilden sich durch den Problembezug, über den sie sich identifizieren. Und deshalb hat es keinen Sinn, ein identitäres Gemeinschaftsverständnis auf politische Gemeinschaften abzubilden, sondern politische Gemeinschaften haben die Aufgabe, und die europäische hat das, die gemeinsamen Strukturen, die sie geschaffen haben, gerecht auszubilden und fortzubilden. Und wenn du eine gemeinsame Währung eingegangen bist, musst du eine gemeinsame Wirtschaftspolitik betreiben, die nicht einige zu Billiglohnländern degradiert und anderen die Profite beschert. Da hilft keine Gemeinschaftsrhetorik und nichts. Du musst die Probleme benennen, wie unfair diese Verhältnisse ausgestaltet werden und die Leute daran erinnern, was es heißt, in einem gemeinsamen Europa zu leben. Und so müssen wir uns davor hüten, letztes Wort, uns von den Rechten Begriffe vorgeben zu lassen, die dann schon so präformiert sind wie der Begriff der Gemeinschaft oder der Identität, als ob dann schon sowas Homogenes, sowas ethnisch Homogenes mitschwingt und diejenigen, die das nicht, die das zurückweisen, dann auf einmal gemeinschaftsfeindlich sind. Wie ich vorhin schon sagte, das Gegenteil ist der Fall. Wer wirklich an politischen Formen der Vergemeinschaftung interessiert ist, wird diese Art repressiver, exklusiver und brutaler Neudefinition von Bürgerschaft, von Staat, von Nation nicht mitmachen, aber er ist dadurch kein Gemeinschaftsfeind, sondern ein Gemeinschaftsfreund. Katrin. Ja, da bin ich sehr dabei und deswegen will ich es vielleicht noch mal ein bisschen weiterspinnen und komme am Schluss auf das Europäische noch mal zurück, weil die Freiheit, aus bestimmter Art von Gemeinschaft auszutreten oder nicht, die haben wir natürlich. Also ich bin völlig bei Rainer Voss, Religion sucht man sich nicht aus. Also die kriegt man irgendwie ab oder eben auch nicht. Und manchmal basteln sich dann Leute in der Art und Weise, wie sie Religion leben, sowas Patchwork-mäßiges zusammen. Aber kann man ja sich nicht irgendwie hinsetzen und sagen, ich lese mir das jetzt mal alles durch und dann habe ich mal den Koran gelesen und mal die Bibel und entscheide mich dann, das geht nicht, ist klar. Aber trotzdem kenne ich nicht wenige Leute, die sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten, obwohl ich glaube, weil mir die Gemeinschaft nicht passt. Das ist nicht zum Klatschen, also nicht gedacht zum Klatschen. Kann man natürlich. So. Und diese Möglichkeit gibt es selbstverständlich. Man kann auch aus der Familie austreten, mit allen Folgen, die das hat. Und man kann in eine Genossenschaft eintreten. Also ich bin dann vielleicht so ein bisschen bei der Frage nach der Ökologie auch nochmal, weil es natürlich neue Formen gibt, andere oder auch alte, die Genossenschaft ist eine ganz alte Form, aber unterschiedliche neue Formen, das zu leben, sich verantwortlich zu fühlen füreinander, das freiwillig zu tun und sich Regeln zu geben, die auch auf Dauer gestellt sind. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie das Einfachste, was man machen kann, in irgendeiner Form zu heiraten, sondern eben tatsächlich sich solche Regeln und solche Formen zu geben. Davon werden wir wieder mehr haben. Also wenn man sich anschaut, dass man eben Wohneigentum heute nicht mehr einfach nur als Erbschaft oder weil man irgendjemanden hat, der genug Geld hat, generiert, sondern eben viel häufiger, gerade in dieser Stadt, wenn man sagt, wir machen das jetzt mal genossenschaftlich, weil wir glauben, dass es dann einfacher und besser und sinnvoller ist. Und mal unabhängig davon, dass es zu wenig vernünftige Mietwohnungen gibt. Aber das ist eine andere Frage, die wir heute jetzt nicht diskutieren. Wenn wir über Gemeinschaft reden, Sie haben ja ganz viel über die Studierenden geredet und ihre scheinbar wenigen Möglichkeiten. Wir haben natürlich sehr viel mehr Leute heute, die studieren. Also ich meine, ich bin jetzt in den 80ern, war ich sozusagen auf der anderen Seite dieser
dieser Mauer. Und deswegen kann ich das nicht aus eigener Erfahrung einschätzen. Aber wenn ich mir anschaue, wie viel mehr Leute heute studieren, dann muss natürlich eine Gesellschaft auch erstmal die Ressourcen vernünftig dafür aufbringen können, das zu wollen, das zu unterstützen und auch das Scheitern, was da drin liegen kann, noch mit abzusichern. Das gehört ja dann beides zusammen. Wir haben aber nicht darüber geredet, wie das eigentlich mit der Freiheit ist. Rainer Voss hat es kurz angesprochen, wie es mit der Freiheit ist, wenn es dann am anderen Ende des Lebens viel schwieriger wird. Wie frei kann ich denn entscheiden, wie ich alt werden will, wie ich gepflegt werde und. Diese Freiheit und die Verantwortung der Gemeinschaft dafür ist immer nur sehr punktuell im Blickfeld. Und wir haben so das Gefühl, es geht um den Anfang, den Aufstieg und das war's dann. Nee, es geht eigentlich darum, dass Gesellschaft noch eine viel größere Verantwortung hat, wenn diese selbst etwas tun können, also auch objektiv diese selbst etwas tun können, immer weniger wird. Und wenn wir über die, Sie haben gesagt, ökologische Schicksalsgemeinschaft Europa, ich glaube, diese Schicksalsgemeinschaft ist global. Aber natürlich sind wir Europäerinnen und Europäer auf diesem Kontinent, ich sage es mal ganz bewusst so und nicht in irgendeiner Form, wir sind auf eine Art und Weise aneinander gebunden, die wir nicht loslassen können. Übrigens auch mit den Briten aneinander gebunden. Wir können die gar nicht loslassen. Wir können die aus der EU rauslassen, müssen wir ja auch, wenn sie das nun mal so unbedingt wollen. Aber aus allen Beziehungen heraus werden wir sie nicht lassen können und sie werden es auch nicht tun können, weil die Vorstellung davon, dass man dann irgendwie einfach nur noch mit den USA handelt und verhandelt, das wird ja am Ende nicht funktionieren. Jedenfalls jeder vernunftbegabte Mensch wird das so sehen. Und deswegen ist ja so sehr die Frage, ob wir dieses Europa eigentlich mit der entsprechenden Leidenschaft und seine Werte, über die wir immer reden, ich würde ja immer nicht sagen, sagt nicht die Werte, sagt einfach Demokratie und Humanismus, also würde ja schon reichen, schon diese beiden Sachen, dafür würde sich Europa schon lohnen. Es würde sich schon lohnen, wenn es zeigen kann, dass man vorangehen kann mit einem ökologischen Leben, was nicht die Ressourcen der anderen aufisst, auffrisst und auf Kosten anderer lebt, dann wären wir schon sehr weit. Und wenn dieses Europa, wir haben auch kein anderes, wir können uns das nicht aussuchen, so nach dem Motto, das andere Europa, wir haben dieses und das können wir besser machen. Und dass es so viele Leute gibt, die Hoffnung an dieses Europa knüpfen, das lässt mich jedenfalls sagen, ich habe überhaupt keine Lust, jetzt mich verzagt hinzusetzen und zu sagen, oh, ist alles total schwierig. Es ist schwierig. Aber es ist nicht schwierig, weil wir es schlecht reden müssen, sondern weil wir gut darüber reden können, wie wir es besser machen. Das wünsche ich mir für die Diskussion zu Europa als allererstes und für manche andere auch. Vielen Dank, Katrin. Vielen Dank an alle hier vorne. Ich darf mich noch einmal bei Michael Stonjenko, Benjamin Glück und dem Tagungsbüro bedanken dafür, dass der ganze Kongress hier gelaufen ist. Und mein tiefer und aufrichtiger Dank gilt natürlich in erster Linie Ihnen, die Sie dabei waren und sich auf diese Arbeit, die das ja auch bedeutet, hier eingelassen haben. Wir haben einige Fragen hoffentlich, wenn sich jetzt der Vorhang für heute schließt, beantwortet, sicher nicht alle. Und deswegen sind Sie natürlich eingeladen, mit uns den Weg weiterzugehen, weiter zu diskutieren. Wir freuen uns drauf. Jetzt ein schönes Wochenende euch allen.